Herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Wir müssen Erster werden. Was war denn nur los? So richtig gezogen hat er nicht. Wir müssen Erster werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen jetzt hier auch mal gucken. Das ist super, super hart hier mit dem Regen und alles. Hier das Auto gerade zu halten. Genau, das ist das, was ich meine. Okay, super. Alter, da ist das aber ganz schnell zum Gran Turismo geworden. Ich muss das packen jetzt. Ich muss den Pokal schaffen. Wirtshaus. Vorsicht, hier sein hier, ne? Okay. Scheint mal die Position. Zwar nicht ganz so lebendig, aber passt schon. So, vielleicht geht es hier wirklich nur darum, das Ganze sauber runterzufahren. 200 Gramm Haar, ne? So, okay. Klappt schon besser, wenn ich ein bisschen Gas rausnehme. Ah ja, ist schon wieder am Schleudern, ne? Ja, komm. Alles klar. Keine Ahnung, wie ich den gerade wieder gefangen habe, aber ja. Upp. Das wird die härteste Stelle, ey. Daran wird sich das jetzt zeigen. Okay, das war ziemlich genial. Alter. Komm, 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 komm. Hast du, hast du, hast du. Schön, schön. Es war solide, es war wirklich gut. Hoffentlich kommt jetzt kein Schild irgendwie 30 bei Nässe oder so. Das wäre blöd. Ein ganz anderes Fahrgefühl im Tunnel. Das haben sie schon genial umgesetzt. Also ich finde mich abgeholt. Ma! Oh Gott, was für eine perverse Stelle. Keine, ah, da hinten kommt einer. Ich kenne die Strecke gerade nicht mehr. 100 Mal gefahren, aber ich kenne sie nicht mehr. Gut, ich habe seitdem auch ungefähr 12 andere Spiele gespielt, also sei mir verziehen. Ein bisschen. So, jetzt hier wieder aufpassen, ganz anderes Fahrgefühl. Mhm. Super. Was für ein Mist, ey. Fahr gegen, fahr gegen. Er ist gegengefahren, jetzt bin ich erst. Vielleicht sind sie doch nicht gegengefahren. Nein, ey, das ist so hart, das ist so hart. Okay, erste Runde habe ich schon mal geschafft. Das lief besser als letztes Mal. Vielleicht kann ich das, ich muss das halten. War es jetzt wieder, ist unser Schaden, wie schlecht kann ich lenken? Keine 200 hier. Ich habe wieder Angst, dass mich einer einholt. Hier hat mich letztes Mal jemand überholt. Sehr gut. Das war ganz, ganz solide. So, okay. Schön, 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 schön. So, und jetzt müssen wir gucken hier. Spät, ey, zu spät. Ach, komm. Komm, 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 bitte, bitte. Nein, komm, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Es hat mich jemand angestoßen von hinten. Oder? Da kommt erst Platz 2. Die ganze Zeit alleine gefahren. Kann ja alles nicht wahr sein. Gut, jetzt weiß ich zumindest, welche Strecke ist, wenn der vor mir fährt. Ah, okay. Ruhe. Ich hab noch Zeit, ich hab Zeit. Nicht nervös werden. Alter, wie geil! War das Glück? Das hat sich so angefühlt. Au, au, au. Ah, ich wollte es besser machen. Ich wollte es besser machen, hab's versaut. Ich wollte es besser machen, hab's versaut. Ich hab früher gebremst. Ach, was für ein Müll, ey. Ist noch Zeit, ist noch Zeit. Bitte.
Ich muss überall den ersten Platz holen. Sonst lerne ich das nie. Und das ist definitiv möglich. Aber ein zweiter Platz, der eigentlich auch ausreichen sollte. Der ist hängen geblieben, der ist hängen geblieben. Wir haben das Rennen gewonnen. Schön. Soriva schreibt einfach genial. Die Nostalgie kickt gerade richtig bei mir. Danke dafür. Vielen, vielen Dank. Glückwunsch. Sie haben eine Top-Zeit auf dieser Strecke erreicht. Ach. Beim zweiten Versuch eigentlich, ne? Nee, nee, dritte Versuch. Erstmal bin ich ja voll in der Böschung gelandet. Oh, wir haben Plus gemacht, ey. Ich will auch nicht wissen, was das nächste Auto kostet. Celtic Runes. Start. Marc schreibt, fahr am besten mal ein paar alte Meisterschaften, um Kohle zu farmen. Sonst siehst du kaum Land. Jetzt mit den teuren Autos werden auch die Reparaturen teurer. Ich muss das schmerzlich erfahren. Ja, es ist wahrscheinlich wirklich das, was wir machen müssen. Und zwar nicht den Cup. Wenn ich durch bin, mal sehen, können wir uns wahrscheinlich das nächste Auto schon leisten oder fast. Und werden dann wieder den M5 Cup. Oder wir fahren alle alten einfach nochmal, ne? Alle nochmal als Erster werden. Weil dann 3, 2, 1, los! Haben wir die benötigte Kohle. Habe ich irgendwo gespeichert? Ich hoffe, ey. So, warte hier. Celtic Runes. War eigentlich eine gute Strecke, ne? Ja, war ziemlich rund. Die sollten wir eigentlich meistern. Vor allem mit den Wetterbedingungen. Ja, ich liebe das Spiel, ey. Aber hätte ich nicht gedacht, dass es mich so sehr abholen wird. Ja, war doch eine Abkürzung. Das mit dem nach hinten gucken, das ist halt echt so eine Sucht, ne? Da bist du. Kannst du nicht so einfach abstellen. Ah, das war das mit dem schadenfreien Fahren. Irgendwie muss ich da ans Auenland denken, hier bei der Karte. Ja, England, ne? Kommt da hin. Ist das nicht England? Ja, Celtic Runes. Hört sich nach England an. Welchen Ort nacherfunden? Vergiss es, mein Freund. Er kann es auch öfter anrufen. Schönes Geschwindigkeitsgefühl gerade. Lädt auch angenehm schnell. Das haben sie seit Need for Speed 3 wirklich sehr gut drauf. Karte nicht im Kopf. Hab die Karte nicht im Kopf. Zweiter. Ah, vergiss es. Vor allem auch so schnell, ne? Sound war sehr, sehr gut. Obwohl ich sagen muss, der Ferrari hört sich für mich jetzt gerade nicht so doll an. Hört sich an wie mein Staubsauger, wenn er voll ist. Oh, das war aber sauber. Immer driften. Kann die Runde bald mal vorbei sein? Dankeschön. Sie sind auf dem ersten Platz. Die letzte noch. Runde. Das ist immer geil. Alles in der Story sind zwei Runden. Und er betont immer die letzte Runde. Ich komm hier nicht mehr raus, sonst fahre ich gegen Baum. Vergiss es. Oh. Macht mich aggressiv. Du musst mehr auf die Geschwindigkeit achten, wann du wie in die Kurve fliegst und wann nicht. Ich habe gar nicht mehr so die Erinnerung, dass Need for Speed da so penibel war. Vielleicht war es halt der Gran Turismo-Hype, den sie verstehen wollten. Was ja gut ist. Oder kann auch einfach an mir liegen. Bis auf Hot Pursuit 2 hat man nie Need for Speed ungefähr gespielt. Da
hatte ich halt immer das Gefühl, es kommt einfach nur darauf an, dass du nicht viel gegen Kanten fährst. Aber ich war auch nie besonders gut. Hab immer meinen Bruder besiegt, bis er dann älter war, und dann hat er mich immer besiegt. Fertig. Wird nichts mehr. Wird wirklich nichts mehr. Sie haben das Rennen gewonnen. Dass sie mir das doch gegönnt haben am Ende, hätte ich nicht gedacht. Martin schreibt, so geil ist mit dem dritten Teil von Need for Speed meine Lieblingsversion. Hab durch deine Videos meine PS1 mit dem Spiel wieder aktiviert. Nostalgie pur mit Röhre. Vielen, vielen Dank. Das finde ich geil, also wenn man noch eine Röhre zu Hause hat. Ich habe halt leider echt keinen Platz hier. Ja, vielleicht im Garten. Im Garten wäre es so eine Idee, ja, müsste ich mal überlegen. Ja, gibt es ja, ne, vor allem so die. Es gibt ja bei Röhren auch noch Unterschiede. Weiß nicht, ob ihr, einige werden von euch Metal Jesus kennen. Metal Jesus? Den Ami, der auch ganz, ganz viel zu Retro-Spielen macht. Viele Erklärvideos und sonst was, viele Reviews und ja, mit seinem Kollegen dann öfter auch mal Spiele vorstellt. Alte Spiele, ja, ziemliche Legende. Und der hat dann auch irgendwann mal was über Röhrenfernseher erzählt und was es da für verschiedene gibt und ne, was da für eine andere Technik drin ist. So, ich hoffe, ich bin drin. 3, 2, 1, los! Deswegen ist mit der Röhre mich ein bisschen neidisch. Und ich hier die, das Schnellspeichern nicht müssen will. Es ist natürlich auch was anderes, ne? Wenn du für dich alleine spielst, weißt du, ob du da ein Rennen 20 Mal fährst, das ist dann irgendwo Latte, ne? Und wenn nicht, machst du aus und spielst einen anderen Tag weiter oder in einem halben Jahr weiter. Wenn du die Geduld dafür hast, die Lust darauf hast, hier ist das halt ein bisschen anders, ne? Wenn du das auf YouTube bringen willst und einfach 10 Parts kommen im Monat, wenn du 10 Parts eine Strecke nur machst, wäre das. Wäre das, glaube ich, ein bisschen langweilig anzusehen. Hat er mir gerade meinen Bahn komplett geschrottet? So ein Flegel, ey. Ist eigentlich meine Mikrofonqualität jetzt ein Stück toller? Ich habe so eine kleine Rauschunterdrückung. Über Linux klappt das ja nicht, über die, ne, normale Mikrofonsoftware. Ich benutze dann Elgato Valve 3. Die haben eine super Software für Windows. Linux interessiert die nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, gibt es da eine andere Software und die hatte ich eingestellt. Habe aber mitbekommen, je nachdem, wenn das Wochenende ein bisschen wilder war, Stimme ein bisschen kratziger ist, dann schneidet er teilweise Satzanfänger ab. Ist nicht ganz in der Extreme, aber es fällt schon auf. Und richtig aufgefallen ist, das sieht geil aus, die Karte. Richtig aufgefallen ist das, wo ich mit meinem Bruder Frontschweine aufgenommen habe. Da schneidet er ziemlich viel weg, ne? Weil wir eine unterschiedliche Distanz haben und sonst was. Ja, da habe ich ein bisschen die Sensität runtergestellt. Ich wollte bloß das bisschen Grundrauschen loswerden. Ah ja, war gut runter gerade. Er ist direkt hinter mir. Wollte nur das Grundrauschen loswerden. Ach komm, na klar, mit 120. Mit 220. Come on. Komm mal irgendwo gegen. Bitte. Ah, passt. Er war ein bisschen nervös.
bisschen ins Schwitzen gekommen, der Kollege. Ja. Deswegen, und mir, also ich hatte das Gefühl, es wäre voller. Ah, kurz mal weggedreht, wieder hingedreht. Mein kleines Spielzeugauto. Wie, der kommt von hinten wieder. Wer? Müssen wir gleich geschafft haben, ne? Nicht nervös werden. Schön sauber runterfahren. Das ist eine super geile Map und das. Die Grafik ist ja absolut Hammer. Ja, vielleicht nicht so gut wie bei der PC-Version, die waren detaillierter. Habe ich auch irgendwie. Zumindest mal für irgendwie eine. Ja, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so reingeguckt. Wo ich, glaube ich, nach irgendeinem Tipp oder so gesucht habe. Oder nach einer Guide. Dann bin ich auf ein Video gekommen, das war die PC-Version. Sie ist halt schon ein Unterschied, ist wesentlich detaillierter. Das ist Ihre beste Runde. Sie haben das Rennen gewonnen. Alter, ey. Wenn ich hier drei Parts immer hintereinander aufnehme, kann ich danach nicht mehr aus den Augen gucken, ey. Und dann nimmst du einen 3-Stunden-Part Guardians Crusade danach auf. Schön, ja, ja. Glückwunsch, na, das Sie war haben das? Eine Top-Zeit genau. auf dieser Strecke erreicht. Ein Part kommt hier doch noch. Oh, Wahnsinn. Ach, der kam erst gestern online. Nur so vom. Bis. So, 12 Punkte Unterschied. Das wertet mir ganz. Warte mal, wir gucken, dass wir hier drinnen speichern. Schön und Kohle gemacht. Mal sehen, was der nächste Wagen wird. Gut, Andorf. Und nächste kennen wir noch gar nicht. Dolphin Cove. Ah, schon bei Nacht. Ah, ich hoffe, die FPS machen das mit. Dampfer Chris, hi, wann kommen wieder Videos auf dem Kanal Dampfer bin? Leider nicht in nachher Zukunft. Da ich momentan nicht dampfe, seit einem halben Jahr mittlerweile. Ja. Also ich rauche auch nicht, nee, aber Dampfen aufgehört. Ja. Er hat ja mal, ne, Hautprobleme, Rosacea. Das hat sich, also die Augen sind bei mir stark betroffen durch die Krankheit. Waren stark betroffen. Jetzt nicht mehr. Ja, und das ist jetzt weg. Und das Dampfen hat er seinen Teil mit zugemacht. Schleimhäute. Denen ging es nicht so gut. Haben zwar andere nicht so das Problem mit, aber bei mir war das noch ein Thema und deswegen bin ich gerade sehr zufrieden mit dem Nicht-Dampfen. Ja. Dann wird zwar immer mal wieder auch gefordert, dass ich ein Video mache zu, ne, was denn nun ist und so, aber es wäre dann ein eher negativ bezogenes Richtung Dampfen und das möchte ich nicht machen. Weil es meiner Meinung nach nicht gerecht ist und immer noch der beste Ausstieg aus dem Rauchen ist, meiner Meinung nach. Ja. Aber deswegen wird in naher Zukunft da nichts kommen. Ich werde die Zeit immer als sehr, sehr positiv im Kopf behalten und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also ich schließe das nicht aus. Ich werde jetzt aber kein Update-Video oder irgendeinen Schwachsinn machen, wie er teilweise aggressiv gefordert wird. Ja. Deswegen mal sehen, was so die Zukunft da gibt. Wie sich auch das Dampfen weiterentwickelt, ne? Wie es auch politisch weitergeht. Und weiter die Hexe durchs Dorf getrieben wird. Wir schauen mal. Und dann hatte ich auch noch rechtlich Probleme, also alles ist so einfach. Und da sich bei mir auch ziemlich viel geändert hat, wäre jetzt die Zeit dafür nicht da. Das ist hier das Gute mit dem Kanal. Das kann ich hier schön, kann ich mich auch nachts mal hinsetzen, schön runterdrehen. Das war bei den Livestreams beim anderen Kanal schwierig. Ja. Das wäre also ist jetzt nicht so, dass ich. Die letzte Runde.
Nicht so, dass ich die Zeit verteufle oder irgendwas. Aber, wie gesagt, in nächster Zeit nicht. Viele coole Leute auch kennengelernt durch das Thema. Komm, das auch als erste abschließen, dann ist eigentlich egal, was in der letzten Runde passiert. Schön, schön, schön. Aber wir haben besser das Fahrgefühl jetzt, ne? Ich gebe auch nicht mehr durchgehend Gas, was auch hilft. Da hinten ist einer. Sieht schön aus mit dem Dorf da hinten, mit der Burg im Regen. Wahnsinn. Zieh durch. So. So. Das sollte es das. Ah, nee, jetzt kommt. Oh, jetzt kommt erstmal der Abschnitt. Bitte nicht versauen, ey. Bitte nicht versauen. Komm, bitte, 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 bitte. Drei FPS, ey, gefühlt 3 FPS. Bitte. 3 FPS. Bitte. Pass runter. Sehr schön. Sehr schön. Das ist ja, Ihre beste Runde. Sie haben das Rennen gewonnen. Hast du dich umbenannt? Schengen schreibt, nicht zu vergessen, driften. Besonders bei hochmotorisierten Autos solltest du das beherrschen. Dankeschön für deinen Kommentar. Sehr schön. Eine letzte Karte in dem Turnier und sogar eine neue Karte. Müsste eine neue sein. Erst mit dem Driften ist jetzt so das, was ich so ein bisschen jetzt mache, ne? Auf dieser Strecke erreicht. Ja, ansonsten kannst du halt eine hohe Geschwindigkeit nicht halten. Ach, aber musste ich jetzt lernen, ne? Aber vorher bei dem nicht so hochmotorisierten musstest du das ja eigentlich gar nicht. Schön. Habe ich gerade Minus gemacht? Ich glaube schon. Dolphin Cove, das ist, glaube ich, neu. Das ist neu. So. Mhm, Start. Schön. He-Man Master of Universe. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Glaube ich von der Menge her, obwohl es könnte dein Manic jetzt überholt haben, die meisten Kommentare auf dem Kanal. Und ein wahnsinniges Spielewissen. Die Grafik war damals der Hammer, ins Auto gucken können und einen animierten Fahrer sehen. Das war damals auch etwas Besonderes. Definitiv. Glanz und Spiegeleffekte auf den Autos selber waren noch selten. Definitiv. Ganz schon ein bisschen öfter, ne? Auch gerade so dieses Durchgucken. Ich weiß, Franz war hier bei vielen Videos aktiv, bei vielen Rennspielen. Und okay. Cool. Ja, machen wir mal auf die Ansicht. Ah, nee, die andere ist schon besser. Cool. Ja, erstmal runterfahren, erstmal kennenlernen die Strecke. Mal sehen. Sieht eigentlich ganz genial aus. Ein paar sehr enge Kurven. Okay. Ja genau, Franz hatte das auf jeden Fall mal angesprochen mit, naja, dass man durch die Scheiben gucken kann, ist sehr seltenes Phänomen zu der Zeit. Und seitdem achte ich da auch bei jedem Spiel drauf, oh, was für eine geile Map. Wow. Das erinnert mich an die Karte von Hot Pursuit 2, wo es doch brennt auf der einen Strecke, je nach Wetterbedingungen. Und dann an Feuerwehren stehen und löschen und so, und du musst dann durch den Nebel fahren. So geil. Wir sind noch weit, aber wow. Ja toll, jetzt soll ich mich auf die Straße konzentrieren. Wir sind noch weit, aber gar nicht so weit entfernt von der PS2-Ära, ne? Anderthalb Jahre.
Sag, hast, wenn du überlegst, Ende 2000, Oktober 2000, die ersten PS2-Spiele in Europa. Ah, Abkürzung. Und so Spiele wie Harry Potter kamen erst 2001 auf der PS1, ne? Also bloß weil dann erst PS2-Spiele starten, heißt das nicht, dass irgendwie das abgeschossen ist. Frontschweine kam auch erst 2001. Auch wieder ein Thema, was ich echt schade fand oder finde, dass da noch nichts draus geworden ist. Frontschweine, da hat ja irgendwie der... Sie sind auf dem ersten Platz, die letzte Runde. Einer der Entwickler hat ja oder unterrichtet, programmieren oder sonst was irgendwie an der Universität. Hatte einen Schüler, der hat dann irgendwie in seiner Arbeit, hat der Frontschweine irgendwie neu gemacht oder programmiert irgendwie was. Und dann hat er von ihm, weil er ne, der Entwickler war oder einer der Entwickler, hat er ihm die Lizenz dafür gegeben, hat er, ja, kannst machen, kannst hier ein Reboot, Reheated sollte es ja erst irgendwie heißen, machen. Das war irgendwie eine komische Kurve, die ich genommen habe. Oh, Glück gehabt. Ja. Dann hieß das erst, naja, also ne, sollte irgendwie... Mehr, nee, April, glaube ich, 2020 losgehen. Da haben sie gesagt, naja, wegen Corona schaffen wir das nicht. Also so ein Monat nachdem Corona angefangen hat, ne, mussten sie deswegen verschieben. Ja, ist heute noch nicht draußen. Muss man da wegen Updates gucken. Also ich will es jetzt auch gar nicht schlecht reden und sonst was. Auch ein kleines Team und ich glaube, die arbeiten jetzt nur noch nebenberuflich dran irgendwie was. Das Wassergeräusch kommt viel zu spät. Aber die Karte will ich mir gerne mal... muss ich mir das Video mal im Nachhinein angucken. Die Karte will ich mir gerne nochmal anschauen. Ich war so idyllisch unterwegs, dachte, ey, alles supi. Vergiss es, mein Freund, vergiss es. Nein, jetzt nicht nervös werden, ey. Sauber runterfahren, sauber runterfahren. Ganz sauber runterfahren. Hier ist das Ziel, hier ist das Ziel. Ja, es verdammt nochmal. Schönes Ding. Wir haben das Turnier, wir haben das Turnier beendet. Alter. Meine Augen. Maschinenmensch, schreibt, Bro, kannst du bitte 60 Minuten Videos machen oder mal live 1 bis 2 Stunden machen, bitte? Sie haben eine Zeit auf dieser Strecke erreicht. Schön, dass du wieder da bist. Ja, nein, ich mache immer bei dem Projekt, was am schlechtesten läuft jetzt, sofern ich das irgendwie hinbekomme, 3-Stunden-Parts, ist jetzt im Moment Guardians Crusade. Also nur so erstmal den ganzen JRPGs abschließen. Glückwunsch, geil. Sie haben den Goldpokal geholt. Dankeschön. So, und damit haben wir die Strecke Dolphin Cove freigeschaltet. Ihr bester Platz hat das Corvette Pro Cup Special Rennen freigeschaltet. Vielleicht brauchen wir dann ein Auto, was wir sonst verkauft hätten. Achso, können wir irgendwie weiter? Ich drück mal auf Ja. Ne, deswegen, ne, kommen dann 3-Stunden-Parts und live ist ein Thema, was ich eventuell wieder aufnehmen werde, obwohl ich das eigentlich mal sehen. Sehen wir mal. Wie es weitergeht, der Vater in 3 Tagen. Wenn es euch gefallen hat, super gerne einen Daumen nach oben. Euch einen wunderschönen Abend und bis dahin.